Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mich gefragt, ob man in einem Jahr 200 Millionen Dollar verdienen kann. Ich würde sagen, ja. Ich würde sogar sagen, ganz easy. Ich spiele hauptsächlich nur am Wochenende. Und habe letztes Jahr genauso viel verdient. Ich werde euch mal zeigen, wie ich normalerweise spiele. Um zu zeigen, dass ihr auch das mit Leichtigkeit schaffen könnt. Für die Leute, die jeden Tag spielen, würde ich sogar sagen, dass 300 Millionen Dollar kein Problem sind. Fangen wir an. Das Wichtigste ist natürlich die Kosatka. Das ist ein U-Boot und ihr könnt damit die Cayo Perico Heist starten. Sie kostet 2,2 Millionen Dollar und ist damit schnell zu beschaffen. Wichtig ist nur, den Hubschrauber mitzukaufen oder später nachzukaufen. Die Vorbereitungen können nach einer gewissen Übung in 40 Minuten erledigt sein. Der Heist selber ist man allein in 12 Minuten fertig. Im Schnitt verdient man hier 1.400.000 Dollar pro Heist. Also schnell verdientes Geld. Ich empfehle jedoch, dass man nichts kauft. Keine Autos, keine Flugzeuge und so weiter, bis man ungefähr 15 Millionen gespart hat. Denn danach sollte man den Nachtclub kaufen. Dazu braucht man die 5 Etagen, die Auslieferungsfahrzeuge. 5 Angestellte, 5 Unternehmen, wie hier im Hintergrund gezeigt wird, und eine gute Security. Danach verdient der Nachtclub das Geld von allein. Du musst nichts dafür tun. Rein gar nichts. In ungefähr 8 Stunden sind deine Lager voll mit 2 Millionen Warengüter. Wenn du dann das in der öffentlichen Lobby mit mindestens 25 Leuten verkaufen tust, verdienst du ungefähr 3,7 Millionen pro Verkauf. Wie hier im Hintergrund zu sehen, habe ich meine Lager nicht ganz voll. Es sind 200.000 Dollar weniger. Die Lobby ist auch nicht ganz voll. Deswegen ist die Ausbeute nicht ganz so hoch. Aber immerhin trotzdem 2.600.000 Dollar. Die Missionen, um die Warengüter zu verkaufen, sind allgemein sehr einfach. Das Schwere daran ist nur, wenn man in der Lobby irgendwelche Leute der Meinung sind, anderen das Spiel zu zerstören. Aber im Notfall einfach das Spiel ohne Speichern sofort schließen.
Zusätzlich kannst du alle 2 Stunden im Nachtclub $250.000 abholen. In der Spielhalle sind es ungefähr $50.000. Und in der Agentur sind es auch $250.000 im Safe. Du musst nur ab und zu beim Nachtclub vorbeischauen und für Ordnung schaffen. Wenn ihr den Nachtclub dann ausgestattet habt, habt ihr automatisch auch einen Bunker. Ich würde sagen, das ist der drittbeste Ort, um Geld zu verdienen. Entweder ihr macht die Missionen, um die Waren zu besorgen, oder ihr bezahlt dafür. Kommt darauf an, ob ihr genügend Geld habt. Okay, these buyers are hot, so we need cover on the sale. Your insurgents are fitted with signal scramblers. Stay close together on the way out and we won't get blown. Das Problem hier dabei ist aber, dass beim Verkauf in einer öffentlichen Lobby zwar 1,7 Millionen drin sind, aber ihr braucht 4 Leute, die beim Verkauf helfen. Das kann manchmal schwierig sein. Oder man hat viele Freunde. Wie ihr im Hintergrund seht, geht das Verkaufen jedoch sehr gut. Das nächste Unternehmen sind Warenhäuser. Man kann damit auch sehr viel Geld verdienen. Bei mir sind es ungefähr $7.4 Millionen. Aber, du brauchst ein Büro und 5 Warenhäuser. Das Einsammeln von Waren ist sehr mühselig und dauert lange.
Ich empfehle hier, entweder nur ab und zu, wenn's einen langweilig ist, seine Lager zu füllen. Oder man investiert ein bisschen Geld und lässt sein Mitarbeiter die Warengüter einsammeln, aber das dauert sehr lange, also macht das nur, wenn ihr Bock dazu habt. Eine Agentur solltet ihr aber auch besitzen. Denn das Wichtigste dabei ist, dass man bestimmte Fahrzeuge panzern und nicht anvisiert werden können. Von zum Beispiel Oppressor und Helis und so weiter. Unter anderem kann man sich seine eigene Waffenladen kaufen und alle Waffen kaufen und aufrüsten. Aber auch hier kann man gutes Geld verdienen. Macht man die VIP-Missionen, sind 12 Missionen, bekommt man eine glatte Million. Aber man kann auch schnelle Missionen machen, wie zum Beispiel ein Auto besorgen oder ein VIP retten. Und viele andere Missionen. Hierbei bekommt man so circa $50,000. Die beste Mission ist jedoch die Telefonattentate. Die Missionen sind in etwa 5 Minuten fertig und man bekommt $85,000. Was ich euch noch empfehlen kann ist, dass der Casino heißt sich nicht lohnt. Macht zwar sehr viel Spaß, keine Frage, aber ihr müsst es immer zu zweit oder zu dritt spielen. Die Vorbereitungen dauern lange. Und die Beute, wenn ihr es gerecht aufteilt, liegt bei $500,000. So noch zum Schluss, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dir gute Einnahmen bei GTA.